23 Jahre alte Radfahrerin stirbt nach Kollision mit die Quine. Radfahrerin ist im südhessischen Mühltal mit einem LKW zusammengestoßen. Die 23 Jahre alte Frau kam bei dem Verkehrsunfall ums Leben. Der tödliche Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10 Uhr zwischen den Mühltaler Ortsteilen Niederramstadt und Waschenbach, Darmstadt-Dieburg. Nach Angaben der Polizei war eine 23 Jahre alte Radfahrerin im Bereich der Einmündung der B426 aus noch ungeklärter Ursache mit einem Lastwagen zusammengestoßen, den ein 58-jähriger fuhr. Die junge Frau aus Seeheim-Jugenheim erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Nähere Informationen zum Hergang des Unfalls sowie zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Klärung des Unfalls beauftragt. Die betreffende Straße zwischen Niederramstadt und Waschenbach wurde ab der Zufahrt der B426 vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.